der Feuerstelle fehlt ein Symbol. Ja, ich... Okay, das ist wohl nicht der richtige Ort für dieses Symbol. Ah. Wenn ich mal beim Friseur und habe einen neuen Hut. Echt? Hast du das? Stimmt. Ein Pack haben wir auch noch. Aber, große Trinken kommt dann erst gegen Ende. Damit ich da dann auch nochmal wach gehalten werde von. Gegen kann ich mir bitte schützen. Also, Frischschutz hat mir meine Haare selber geschnitten. Boah. Wochen. Sehe keine Schraubenzieher, ich sehe keinen Schraubenzieher. Ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind. Aber ich sehe den Elefanten und ich sehe den Pinsel. Und ich sehe die Pistole. Den Schädel. Naja, Kaya, sagen wir es so, schlimmer, als wie du jetzt schon aussiehst oder vorher schon ausgesehen hast, kann es ja nicht werden. Es kann ja nur besser werden. Hufeisen. Ich habe den Schraubenzieher immer noch nicht gefunden. Das ist völlig unheimlicher Schiss. Du, da hätte ich schon keinen Schiss mehr. Was ab muss, muss ab. Da ist der Schraubenzieher. Wie er soll da hinten... Darauf kommt, dass da hinten Schraubenzieher ist. Da ist der Maske. Schlüssel. Nur besser. Es ist die Zeichnung. Ach, Schlüssel. Herzchen. Stück von Band. Eine kleine Frau, warum liegt deine Peitsche im Büro? Naja, das ist das Büro von Indiana Jones, weißt du? Ein ganz tolles Spiel. Einfach nur nein. Warte. So. Jetzt kopieren, wie du gerade gedacht hast. Ja, bei mir, ich habe nicht so eine lange Leitung. Meine Leitung ist sehr kurz. So, hier haben wir ein Stück vom Band. Warum weinst du denn? Nein, meine Nase läuft. Meine Nase ist die ganze Zeit am Laufen. Ich hab Conora. Nein, habe ich nicht, aber... Dennoch. Gut. Da fehlt die Hälfte. Was? Hab geschrieben, renn hinterher und fang sie ein. Oh Mann. Achso, hier haben wir den...
Ach so. Also erst den Klebstoff. Ja, ich verstehe. Ja. Hm? Ja, macht Sinn. Ja. Hm? Ja, doch, echt. Ich verstehe. Ach so, und hier können wir das Isolierband dran machen. Okay. Ist das im Buch drin oder muss ich das abmalen? Okay, nee, ist im Buch drin. Brauche ich also nicht abmalen. Achso, und wir haben eine Säge. Das heißt, wir kommen jetzt auch hier rein. Wie das alles hier zusammenführt. Und das alles nur, weil wir ein Feuer angezündet haben. Und Isolierband gefunden haben. Oh, was ist das denn? Und ein Brecheisen gefunden haben. Ein Ventil! Ja, natürlich. Das ist jetzt wahrscheinlich das Ventil, was draußen fehlt. Ich finde das gut. Meinst du die Katzen? Die Kissies. Ich hätte auch Final Fantasy Charaktere mit reinnehmen können. Also Final Fantasy 10 Charaktere zum Beispiel. Aber ich dachte, weil wir ja die Samtpfoten sind, ne? Passen die Kiddies besser. KitKat Party. Ach, okay, da müssen wir ran. Aber wir müssen erst das Ventil. Ich finde, die Katzen sind richtig passiert. Oh Mann. Also 24 Stunden kriegen wir es. Ja. Ja, ich werde wahrscheinlich schlafen wie ein Stein. Aber wie gesagt, deswegen habe ich extra jetzt angefangen, also quasi abends, und habe vorgeschlafen, damit ich morgen dann quasi wieder in den alten Rhythmus komme. Und dann halt nicht um, ja, am nächsten Tag um 6, 7 Uhr auf oder halt ins Bett gehe und dann den Tag verschlafe, sondern ich dann so halt ganz normal die Nacht über Zeit habe. Und dann hoffe, dass ich trotzdem relativ früh noch aufwache, weil ich den Tag dann mit meinem Freund morgen verbringen möchte. Montag, ich bin schon bei Sonntag. Und ja. Da wollten wir dann nämlich einen Zockertag hier unten dann bei mir machen. Ohne Hund, ohne Katzen. Einfach gammeln. Und dafür sollte ich dann allerdings doch ein bisschen ausgeschlafen sein. Nach 24 Stunden. Aber das sollten wir hinkriegen. Wie gesagt, gegen Ende. Deswegen habe ich die Gruppenspiele wie Golfit und DBD habe ich extra zum Ende hingepackt. Damit ich dann wieder in Fahrt komme. Damit ich dann mit euch spielen kann. Und ja. Habe ich wohl bei Sicherheit so gemacht. Damit Frisches auch mit dabei ist. Und nicht nur meinen Sklaven spielen muss. Ich habe hier unten nämlich so ein kleines Glöckchen. Oder so ein Seil. mit einem Glöckchen dran. Und seine Leine reicht gerade so, dass er bis hier unten kommen kann. Und mir gerade noch das Essen bringen kann. Nein, so ist es natürlich nicht. Scheiße. Nicht, dass das jetzt wirklich noch einer glaubt. Um Gottes Willen. Er darf sich frei bewegen, keine Angst. Aber nur im Radius des Hauses. Und Keller. Ey! Ganze läuft das nicht. Ich bin ja kein Sklaventreiber. Eine Ratte. Was sagt Fusches dazu? Ihm ist verboten, sich dahingehend zu äußern. Ja.
Ach was, ach was. Jetzt ist er treu. Nein. Er tut nur so. In Wahrheit braucht er das. So, wir gehen jetzt aber nach hier hinten. Packen hier einmal unser Symbol rein. Und da haben wir jetzt einen Schraubenschlüssel. Wow. Die Polizei ist auf dem Weg. Wer sagt denn, dass wir an von zu Hause aus streamen? Vielleicht habe ich diesen Keller einfach nur an einen anderen Ort liefern, packen lassen. Gibt dort diese Häuser, die man wegtransportieren kann. Ich bin geschädigt auf ewig. Da bin ich ja aber nicht ich dran schuld. Das war vorher schon so. So, die Uhrzeiger nehmen wir mit. Okay, dann mussten wir doch nichts mit der Uhr machen. Hätte ich jetzt gedacht. Okay. Dann hat die Uhr einfach doch keinen Sinn. Jetzt den kompletten Keller umliefen. Doch. Doch, klar mache ich das. Hierfür brauchen wir die. Ja, nee, ja, ist klar, logisch. Okay, nein. Aha. Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, aber komm, Alter, was? Nein. Kein Kommentar. Ja. Was soll ich jetzt hier tun? Ein grünes Symbol. Ah, ich verstehe. Also eigentlich verstehe ich nicht ganz, aber ich glaube, wir bauen jetzt diese Symbole hier. Ist, dass einfach sonst nirgendwo Symbole auftauchen. Das ist aber eine Scheißlampe. Warte, welche brauchen wir denn noch? Das hier haben wir. Das M. Pyramide und der Kasten.
Warum? Es gibt hier keine anderen Symbole. Sind die? Ja, weh, du leuchtest da. Da ist noch was. Okay, da taucht das plötzlich auch was auf. Da war aber vorher nichts. Da sind jetzt... Okay. Das sind doch... Das sind Cheater. Das sind Symbole, die einfach auftauchen, wann sie wollen. Nee. Nee. Ein Scheibenfragment. Ganz plötzlich. So. Hier haben wir ja Gott sei Dank schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich weiß nur nicht, ob das hier richtig war, aber... Es war richtig. Irgendwie ist schon quietsch, ja. Ja gut, nicht? Dann gucken wir mal ins Grab. Auf dem Altar liegt ein Buch. Hör gut zu, das Geheimnis des Rituals der Wiederauferstehung kann gelüftet werden. Öffne die Gruft, entferne den Sargdeckel, verteile etwas Wein, Wasser und Mehl auf den Überresten. Bete zum Kopf der toten Person und versprich ihm Auferstehung sowie ein langes Leben. Entfache ein Feuer und gib Goldschmuck dazu. Bring eine Vase mit Schafsblut und leere die Hälfte in den geöffneten Sarg. Dreh dem Sarg sofort den Rücken zu und befiehl der Seele des Toten, sich auf die Suche nach ihrem verlorenen Körper zu machen. Falle auf deine Knie und warte. I can't believe it. I just can't believe it. Someone carried out a ritual of awakening here? Is it really possible to reanimate a dead man? I'd better check Carl's coffin. If it's empty, he may be alive. Warte. Ich find's nicht da. Okay, hier fehlen auch wieder Teile. So. Da ist ein Grabstückteil. Da ist eins. Da ist eins. Da ist eins. Hier ist eins. Da oben ist übrigens ein Schlüssel. Warum können wir den nicht direkt mitnehmen? Ich weiß nicht, ob wir den vielleicht brauchen, aber wär gut möglich. So. Juhu, puzzeln! So. Du kommst dahin. Dahin. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Plötzlich, dass das... Okay. Kann ich einmal... Nein. Haben wir irgendwie... Ja, ein Staubwedel. Staubwedel. This is Carl's coffin. I need to look inside of it. I need to find a tool so I can remove the lid. Nimm nur die Feuerzange hier. Brecheisen? Der Deckel wurde magisch verschlossen. Natürlich wurde er das. Ich warte jetzt nur, dass Harry Potter und Gefährten hier auftauchen.
Ja, danke, dass du da warst. Und dir viel Spaß morgen. Und wir hören und stören uns. Bin ja noch lang genug hier. 23 Stunden bin ich noch hier. Gut, ich habe erst eine Stunde geschafft. Noch nicht mal. 20 Minuten. 20 Minuten muss ich abziehen. Weil wegen Anfang und so. Also fast 23 Stunden. Nur noch. So, gibt's hier sonst noch was ich tun kann? In dem Kabuff hier? Ja, gibt es. Nee, das ist nur das Buch. Ich glaube, wir wohnen veräppelt, hier kann man nichts mehr tun. Oder vielleicht geht das auch für draußen. Hm. Ja doch. Irgendwas? Achso, jetzt können wir das wahrscheinlich machen, ja. Okay. Ich habe verstanden. This is Carl Schwarzenberg's coffin. It's empty. Where is the body gone? Nein, das ist eine Sichel drin. Did Adam really see him shortly before the attack? What if Carl was able to get into the house? I didn't see anybody, but maybe there's some kind of secret passage. I need to return to the house and check on it. So, eine Sichel nehmen wir aber mit. Warte mal. Und hier? Ja, hier können wir mit der Sichel das Zeug entfernen. Achtung, ohne Neune. Kopfhörer, Bogensäge, Scheuerlappen und Hammer. Ah, das da. Stimmt, mit so einem Ding muss ich auch mal im Werkunterricht arbeiten. Gott, das ist Jahre her. Ich hab den Werkunterricht gehasst. Da sind Kopfhörer. Und das war's auch schon wieder mit Dingen, die ich sehe. Doch, da ist der Hammer. Hammer, den... Weiß ich noch. Scheuerlappen. Das sind Bretter. Das sind keine Scheuerlappen. Da ist eine Katze. Und eine Spinne. Oh Gott. Oh ja, ich sehe super. Weg da. Weg damit. Ehrlich. Warum müssen die hier immer in ihre Scheißspiele irgendwelche Spinnen reinpacken? Kann man Spinnen nicht auch einfach mal weglassen? Rohrzange. Heckenschere. Da! Am Armen der Welt. Federball. Beim Scheuerlappenwerk mal ganz gut. Topfpflanze. Ah, hier. Pflanze. Und wo ist der Topf? Den hatte ich doch eben gerade gesehen. Da. Eine Glühbirne. Die habe ich gesehen. Reparierter Gargoyle. Habe ich auch schon entdeckt. Das Einzige, was mir immer noch fehlt, ist der Scheuerlappen. Wir werden das Rad endlich los. Federball. Überwachungskamera. Kehrschaufel. Kehrschaufel. Gartenzweck sehe ich. Schirm. Haken.
Also falls einer den Scheuerlappen sieht. Schreit. Den nehme ich immer noch nicht. Bosch. Leger. Mond. Kette. Wir kommen zurück. Okay, das... Ein sehr interessanter Scheuerlappen. Kehrschaufel, Kehrschaufel, Kehrschaufel. Da ist die Kehrschaufel. Und da ist die Laterne. Oh Gott, wir haben es endlich. So. Das wollen wir jetzt bestimmt hier für den Kamin. I don't remember seeing these footprints before. Who could have left them? Perhaps there is a secret passage hidden behind the fireplace. Einmal. Ah, jetzt. Okay. Lass mich raten. Wir müssen das eine Symbol zum anderen führen irgendwie. Füge die Medaillons mit den Symbolen in der korrekten Reihenfolge vom Mondzeichen zum Sonnenzeichen ein. Die Linien geben die korrekte Reihenfolge vor. Okay, also vom Mond zur Sonne. Ich hätte das zwar genau andersrum gemacht, aber okay. Einmal. Das heißt. Hier. Was wäre denn das Symbol? Oh, nicht? Okay. Dann nicht. Aber das zeigt doch genau dahin. Und dann ist da doch so ein Ding mit. Das ist ja wieder nichts für mich. Nee, für mich gerade auch nicht. Ich halt gerade nicht verstehe, das zeigt doch dahin. Das wäre dann doch so. Das so. Das so. Das so. Das so. Okay, nee. Das würde dann auch wieder so zurückgehen. Um Gottes Willen. Also das hier ist auf jeden Fall richtig. Ja, dann mache ich jetzt einfach erstmal, gucke, wann das Richtige kommt. Mir ist nämlich gerade ein bisschen sehr suspekt. Gut, und wenn gar nichts davon passt, dann mache ich was falsch. Okay. Hä? Warte, wie ist... Ach. Okay, dann würde es da geradeaus weitergehen. Okay. Okay. Gut. Ja, ja. Ja, ja, ja. Alles, alles gut. Okay, dann von hier aus würde das da kommen. Das, das hier. Das ist richtig. So. Dann hier lang. Jetzt das da unten. Das war jetzt die Abzweigung. Dann die hier. Wäre also das hier oben.
Dann hier. Dann hier. Und dann das da. Okay. Der war doch nicht einfach. Wieso brennt da immer alles? Die stehen halt auf Feuer. In diesem Fass befindet sich etwas Flüssiges. Das grenzt die Sache ein. Dem Rest in der Wand befindet sich etwas Wichtiges. Ich brauche ein spitzes Werkzeug, um sie mir jetzt anzusehen. Okay. Ein Brecheisen ist nicht spitz genug. Okay. Nein, ich will nicht in die Option. Diese Feuer und Flamme. Ja. Oh ja, das sind sie. Oh ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht wieder wimmeln. Ein Maskenteil. Das macht mir nicht noch Hunger. Ich bin froh, dass ich noch keinen habe. Dann einmal hier in den Raum. Und wir haben die Geheimkammer entdeckt. Die ach so geheime, ultra geheime Wachkammer, geheime Kammer. Da ist die Schatulle. How can it be? How could the stolen jewelry box end up here? I'm sure that Carl has something to do with this. I suspect the amulet must also be here. But where? Ich bin gestoßen. Aua. Aua, jetzt heul ich. Aua. Voll den Fuß wieder eingeklemmt und gestoßen mit dem Knie. Soll ich da aufhören, immer so plötzliche Bewegungen zu machen? Passiert das auch nicht. Sowas wollte ich machen, das hier. Hier oben einmal nachgucken. Klar, hier ist ein Zahnrad. Du stehst auf. Nein, tue ich nicht. Wirklich nicht. Kupfersulfat. Wofür brauche ich Kupfersulfat? Okay, warte. Tagebuch. Okay, da steht noch nicht, wofür ich Kupfersulfat brauche. Da ist eine Truhe. Mit einem Schlüssel. Natürlich mit einem Schlüssel. Da ist ein Loch in der Wand. Warum braucht eigentlich alles einen Scheiß Schlüssel? Was auch immer schön ist, ist der kleine Zeh und die Tischkante. Beste Freunde. Ja. Oder der Fuß und die Tür. Wenn du, bevor du überhaupt durchgehst quasi... Oder beim Durchgehen schon die Tür quasi zumachst und dann schön dazwischen hängen bleibst oder ihn dir genau zwischen die Zehen rampfst. Das ist geil. Das ist richtig, richtig angenehm. Das tut auch so gar nicht weh, nein. Überhaupt.